Gestern Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr wurde auf der Bundesautobahn 72 in Fahrtrichtung Leipzig eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Dabei wurde der komplette Fahrverkehr über den Parkplatz am Mühlbachtal umgeleitet. Die Kontrollmaßnahme diente der Fahndung, Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheit. Als wir gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eintrafen, war dieser voll von Dienstfahrzeugen und die Beamten bereit für die dann folgende Aktion. Die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Chemnitz führt heute hier eine Schwerpunktkontrolle durch auf der Autobahn 72 in Fahrtrichtung Leipzig. Dabei wird der Verkehr dann zu Beginn der Kontrolle komplett über den Parkplatz am Mühlbachtal geleitet und hier dann stichpunktartig verschiedene Fahrzeuge herausgezogen und kontrolliert. Dabei wird die Verkehrspolizeiinspektion von den Revieren der Polizeidirektion Chemnitz unterstützt. Und auch der Zoll, das Technische Hilfswerk und die Bundespolizei sind mit hier vor Ort. Die heutigen Kontrollmaßnahmen werden auch durch 9 Beamten der tschechischen Polizei mitbegleitet. Die sind hier im Rahmen von einem EU-Projekt und sind auch mit 3 Fahrzeugen vor Ort, die auch im Rahmen dieses Projektes beschafft wurden. Was genau wird kontrolliert? Ja, das Hauptaugenmerk liegt jetzt hier vor allen Dingen auf die Kriminalitätsbekämpfung, Fahndung und auch die Verkehrssicherheit. Das Interview führten wir zu Beginn der Kontrolle. Wie sind die Erfahrungen vorangegangener Kontrollen? Welche Vergehen wurden festgestellt? Ja, die Verstöße, das ist hier oft auch im Verwarngeldbereich, aber sicherlich gab es in der Vergangenheit auch Verstöße gegen zum Beispiel die Einhaltung der Ruhezeiten bei Lkw-Fahrern oder auch Überladungen von Lkws oder Kleintransportern. Auch Spürhunde kamen gestern zum Einsatz. Mein Name ist Hübler, ich bin von der Bundespolizeiinspektion Chemnitz, Diensthundeführer und wir führen hier auf der A72 eine Kontrolle gemeinsam mit Land, Zoll, BAK, tschechischen Kollegen durch. Wir sind Hundeführer und üben sozusagen auch mit unseren Hunden, was auch an der Grenze sehr wichtig ist, im Rahmen der Außenfortbildungsmaßnahme mit Behältnisspürhunden. Das heißt, die Hunde selektieren nach dem Geruch heraus, ob sich Personen auf Ladeflächen in Räumlichkeiten von LKWs befinden. Wie sieht die Ausbildung der Hunde aus? Die Ausbildung, das wird alles wie andere Ausbildungsgeschichten mit Spiel gemacht. Der Hund versieht das als Spiel und er sucht eigentlich nur sein Spielzeug. Das ist eine klassische Konditionierung und es hat sich halt eben herauskristallisiert, dass die Hunde Makromatiker sind und welche eine sehr gute Nasenarbeit haben. Und bevor man irgendwelche technischen Geräte großartig aufbaut, hier in solchen Kontrollstellen sind die Hunde effektive Arbeitsmittel und halt eben auch die Hilfsmittel, was wir dann als Polizei dann haben. Die Hunde sind aber weit mehr als nur Arbeitsmittel. Die Diensthunde werden sind 24 Stunden beim Diensthundeführer mit und der Hund ist mit in den Familien integriert und es macht eigentlich fast jeder Hund, dass er als Familienangehöriger mit angesehen ist. Und jetzt müssen Sie wieder an die Arbeit. Jetzt müssen Sie wieder an die Arbeit. Wir haben neue Fahrzeuge zum Absuchen. Alles Danke. Klar. Vielen Dank. Bitte. Während der Maßnahme wurden insgesamt 138 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten stellten 28 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter 8 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz. Weil sie offenbar unter dem Einfluss von Opiaten bzw. Amphetaminen standen, mussten ein Autofahrer mit irakischer Staatsangehörigkeit und ein Lkw-Fahrer mit polnischer Staatsangehörigkeit zur Blutentnahme. Gegen sie wurden entsprechende Anzeigen gefertigt und ihnen die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden 2 Straftaten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Ein 43-jähriger georgischer Autofahrer sowie ein 29-jähriger rumänischer Kleintransporterfahrer konnten keinen gültigen Führerschein vorweisen. Letzterer hatte zudem sein Fahrzeug überladen, was ein Verwarngeld nach sich zog. Auch ein VW-Transporter war um 450 Kilogramm überladen. Dessen Fahrer musste seine Fahrt vor Ort beenden und ein Verwarngeld zahlen.
Zudem stellten die Einsatzkräfte einen 39-jährigen Pkw-Fahrer fest, an dessen Auto gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Deutschen folgten Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.